anderen Spieler auf diesem Planeten. Ja? Das ist so unglaublich. Es ist erstaunlich, dass er sich das nie abgewöhnt hat. Ich meine, in den 90er Jahren, er musste lange Zeit, war es völlig wurscht, weil sie alle nicht bis im Tempo mitgegangen sind. Sie konnten nicht so scoren wie Taylor. Er war der Zeit 10, 15 Jahre voraus. Erst dann spielten sie seine Averages. Oh, zwei Matchdarts für Taylor. Doppel 8 ist drin. Ja, ja, ist drin. Marin. Matchstart für The Power. Ja, klasse. Er bezwingt The Force mit 4:0. Phil Taylor zieht in das Achtelfinale ein und trifft dort auf Keegan Brown. Glückwunsch an The Power. So sieht's aus. Ja, und Phil Taylor, er nimmt doch eben nochmal Justin Palmer nach. So ein bisschen altersmilde geworden. Er war ja immer einer, der heiß gefühlt hat. Wenn der Wettkampf da war, dann gab es kein Pardon. Wir kennen ja auch die Szenen noch mit Rennen von Barnefeld. Auch Justin unterschreibt hier. Chris Dolby wollte dieses Board nicht mehr aus den Händen geben. Er hat gesagt, nee, 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 das Ding gehört mir. Und was macht Justin Palmer? Der darf es auch behalten. Taylor verschenkt es normalerweise ja häufig Kindern im Publikum. Und hier gibt er es Justin Palmer als Andenken an dieses Match. Jetzt bei den Offizieren noch kurz Danke sagen. Wir werden ihn wiedersehen. Wir werden ihn wiedersehen, Phil Taylor, im Achtelfinale. Und das wird am 28. sein, am 28.12. dann mit Auftritt Nummer 3. Kurz das Gewinnspiel.